Ey. Oh, der fliegt gerade durch die Luft. Oh, aufgeklatscht. Hallihallo, der ist Stu von Blamotiv hier und heute gibt's nochmal das angekündigte Video zu Call of Duty Ghosts in Bezug auf das Xbox One Reveal vom Dienstag. Da wurden ja viele Infos preisgegeben durch Trailer auch und die habe ich jetzt mal hier zusammengefasst und da will ich mal keine Zeit verlieren und fange direkt an. Erstmal sind Neversoft und Ravensoft an der Entwicklung von Call of Duty Ghosts mit beteiligt. Das ist eigentlich der Fall, den ich nicht so gerne sehen wollte, aber naja, es ist nun mal so. Und dann habe ich jetzt noch ein paar Unterpunkte wieder eingeteilt. Die kennt man eigentlich schon aus vorherigen Videos. Einmal das Szenario. Das sieht so aus, dass Amerika durch ein Event extrem demoliert worden ist. Vielleicht durch Nukes, man weiß es nicht. Das Militär ist auseinandergerissen und die Regierung der USA ist verwirrt. Und man spielt halt als eine Elite-Truppe von US Special Forces. Und... ja, man kämpft halt geheim gegen diese gegnerische Macht an. Man weiß noch nicht, wer genau das ist. Aber es ist nun mal so. Und ja, die Story ist geschrieben von Steven Gagan. Und er versucht halt, emotionale Tiefe zu Charakteren herzustellen. Wodurch auch immer das in einem First-Person-Shooter geschehen soll. Und man hat halt einen Hund als festen Bestandteil des Squads. Dieser schnüffelt zum Beispiel nach Explosivstoffen und beschützt das Team auch. Sprich, er greift Gegner an. Und da stellt sich mir die Frage, wann kann man ihn nutzen? Kann man ihn immer nutzen oder halt nur in bestimmten vorgegebenen Situationen? Das wäre nämlich dann wieder schon ziemliche Einschränkungen. Aber ich denke, es wird Zweiteres sein, denn es ist eigentlich immer so. Und emotionale Tiefe zu Charakteren. Auf diesen Punkt kann man den Hund auch beziehen. Erstmal wird der Hund als festes Squad-Mitglied integriert und man identifiziert sich so ein bisschen mit dem. Und hinterher stirbt er dann. Und so wird bestimmt der Fall sein. Da wird irgendwann gegen Ende des Spiels wieder sterben. Aber es ist ja nur eine Vermutung. Und man muss mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Ja, dann der nächste Punkt ist die neue Engine, die man während des Reveals so ein bisschen vorgestellt bekommen hat. Da gibt es jetzt eine Technik, die nennt sich Sub-D. Das D steht wahrscheinlich für Detail oder sowas. Denn je näher man halt an ein Objekt rangeht, desto runder wird es. Die Kanten werden alle runder. Und dann hat man jetzt noch wieder ein paar Techniken eingeführt. Sie haben, also Infinity Ward hat auch gesagt, dass sie jetzt nicht alles über den Haufen werfen und eine komplett neue Engine machen, sondern einfach die Engine, die sie bis jetzt schon immer hatten, nur noch weiterentwickeln. Und das ist ja auch, das wird dann als komplett neue Engine angepriesen und im Kern ist es halt immer noch die gleiche, nur ein bisschen mehr modifiziert. Für Next-Gen-Konsolen. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber naja, kann man nichts machen. Jetzt hat man, wie gerade schon gesagt, neue Animationen rein wiedergebracht in die Engine. Einmal hat man eine Drüber-Weg-Animation wie in Battlefield 3, wenn man halt über Objekte so schnell springen kann. Übel geklaut, aber egal. Dann ist das Lehn-Feature zurück. Das kennt man ja insbesondere aus den älteren Call of Duty-Teilen, dass man sich um Ecken lehnen konnte. Das ist auch wieder mit dabei. Ich finde das aber jetzt eigentlich nicht so notwendig, weshalb das Feature einfach rausgenommen wurde. Es hat keine Sau benutzt. Und jetzt noch ein relativ cooles Feature, das Rutschen als Antwort auf den Dolphin Dive von Treyarch in Black Ops 1 und 2. Man kann halt fast schon wie, wer das gespielt hat, Vanquish, so über den Boden sliden so ein bisschen. Und ja, könnte sich als relativ praktikabel herausstellen. Also ich werde auch keine Bedenken haben, wie das mit den Hitboxen und sowas aussieht. Denn da ist Infinity Ward ja eigentlich deutlich besser als Treyarch. Das muss man ja mal einräumen. Und ja, weitere Features der etwas überarbeiteten Engine sind interaktiver Rauch. Das wird wahrscheinlich geschehen, dass man, wenn man durchläuft, der Rauch so ein bisschen an die Seite gedrückt wird. Braucht man eigentlich nicht. Also, naja. Und halt eine Unterwasser-KI, also künstliche Intelligenz. Das heißt, Fische schwimmen aus dem Weg, sobald man ihnen ein bisschen näher kommt. Braucht eigentlich auch keine Sau. Und ansonsten gibt es halt bei der Engine nur grafische Verbesserungen und von dem, was man gesehen hat, ich meine, es sieht schon nett aus, aber es bei weitem nicht das, was man von einer Next-Gen-Konsole erwartet hätte.
Also da könnte man viel mehr raushauen, auch insbesondere, wenn man mal sich die Xbox One anguckt, wie sie so technisch aufgebaut ist, da hätte man viel mehr raushauen können. Und das wird die PS4, glaube ich, nutzen. Aber auch wenn man halt sieht, dass ja durch diesen Vertrag zwischen Activision und Microsoft doch eher wieder der Fokus auf der Xbox liegt. Sieht man ja auch an den DLC, die jetzt auch wieder auch auf der Xbox One zuerst für die halt Xbox-Spieler kommen und dann einen Monat später für die PlayStation-Spieler. Ich glaube, deswegen wird, obwohl die PS4 eigentlich bessere Voraussetzungen hat, wird es trotzdem so sein, dass es trotzdem ein bisschen schlechter aussieht auf der PlayStation. Eben halt aus diesem genannten Grund. Und ja, dann jetzt noch ein letzter Punkt, so, also ein richtiger Punkt, den man sehen konnte, das ist nämlich der Multiplayer. Und da gibt es halt dynamische Maps, da waren sie auch ganz stolz drauf, dass sie das jetzt eingeführt haben, was dann halt ein asymmetrisches Gameplay hervorruft oder nach sich zieht. Das heißt, dass halt von Zeit zu Zeit map-spezifische Events, zum Beispiel ein Erdbeben oder eine Flut, stattfinden, welche dann halt die Map so ein bisschen verändern. Oder halt die Spieler können manche Events selbst auslösen, welche diese dann auch wieder leicht verändern. Das wurde halt gezeigt, entweder sind das halt Baumstämme oder Türen oder Explosivfallen. Und diese Technik, dass man halt das ein bisschen verändert, hat man eigentlich auch schon in dem, okay, das ist jetzt ein schwieriger Vergleich, aber in dem Spiel Split Second, das ist zwar ein Rennspiel, aber da kann man das auch sehen, da konnte man ja halt so die Map auch leicht verändern. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es so übel die Innovation ist, weil das hat man ja so ein bisschen auch in Battlefield gesehen. Das war jetzt nicht so mit Events, aber durch die Zerstörung halt. Und ich glaube auch nicht, dass man in diese Zerstörung von Battlefield hier in Call of Duty Ghosts wiederfinden wird. Das wird auch nicht passieren, denke ich. Ein weiterer Punkt im Multiplayer ist noch, dass der Fokus halt auf der Spieler-Customization liegt. Das heißt, man kann alles editieren, sei es jetzt die Köpfe, die Helme, die Anzüge oder halt auch die Unterhosen, was weiß ich. Und ich stelle mir halt die ganze Zeit immer die Frage, wie das aussieht. Muss man für diese Items dann was einen kleinen Betrag zahlen? Das nennt sich dann ja Microtransactions. Das hat man jetzt auch in Black Ops 2 gesehen mit den Camos und so. Finde ich eigentlich nicht so geil, wenn das so wäre. Aber man kann sich ja überraschen lassen. Und ja, dann noch ein bisschen was außerhalb von diesen Kategorien. Es wird eventuell eine Implementierung von Smart Glass auf der Xbox erfolgen. Das heißt, man interagiert so ein bisschen mit Tablets, während man spielt. Ähnliches Prinzip sieht man eigentlich auch schon bei der Wii U, dass da manche Spiele dieses Pad da, keine Ahnung wie das heißt, dass sie das direkt einbeziehen. Aber das braucht man ohne Witz in Call of Duty überhaupt nicht. Des Weiteren werden auch noch Unterwasser-Maps im Multiplayer eine Möglichkeit sein. Da ist Infinity Ward noch relativ unentschlossen. Fände ich aber mal ganz cool. Mal sehen, wie das so wird. Und es wurde halt auch bestätigt, dass keine 64-Spieler-Kämpfe stattfinden, wie zum Beispiel im Battlefield 3 auf dem PC. Stattdessen wird man halt beim altbewährten Bleiben von 12 bis 18 Spielern, wie es halt schon immer war. Und Sprachkommandos bei Xbox One sind auch bestätigt. Finde ich auch richtig unnötig. Und ja, das war es eigentlich so, was ich jetzt mal loswerden wollte. Schreibt eure Meinung zu COD Ghosts ruhig in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch und versuche auch darauf zu antworten. Und ja, wiederschauen und reingehauen. Und ja, die Story ist geschrieben von Stephen Gahan. Gahan oder so. Weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Stephen Gagan. Und ja, die Story ist geschrieben von Stephen Gagan. Das heißt, dass von Zeit zu Zeit halt Map-spezifische. Das haben die jetzt schon im Black Ops